In unserer heutigen SpongeBob-Folge bauen wir den Evil Stir-Laden. Dieser Laden ist für unsere Schurken gedacht, damit sie natürlich ihre Superwaffen und natürlich ihre ganzen Fallen oder Fahrzeuge irgendwo bekommen können. Und das ist der Evil Stir. Den könnt ihr euch natürlich auch einrichten. Bei SpongeBob haben sie es leider nie gezeigt, wie er in den aussieht. Von daher können wir mal wieder hier kreativ sein. Ja, und wie man sich diesen Evil Stir natürlich so einfach in Minecraft baut, zeige ich dir heute. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für den Start holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Beton raus. Und zwar einmal grauer wie roter Beton. Denn Steinstufen begleiten uns. Bruchsteinmauer. Polierte tiefer Schiefertreppe. Ein bisschen Glas ist wieder dabei. Meine Lieblingsfarbe für heute ist das türkise Glas. Ne? Dann nehmen wir noch ein bisschen hellblau Keramik raus. Abgezogenes Akazienholz. Und rote Netherziegelstufen. Wir beginnen bei unserem Evil Stir natürlich erstmal mit unserer Kugel zu bauen. In Minecraft sind Kugeln immer etwas kompliziert. Daher machen wir das so. Ihr nehmt natürlich für die Kugel komplett grauen Beton. Ich werde euch das aber immer vorzeichnen, jede Ebene mit rotem Beton. Also nicht wundern, nehmt da immer dann natürlich den grauen Beton. Legen wir los, erste Reihe. Die ist relativ simpel. Ich habe es mir hier so ein bisschen vorgezeichnet. So, wir setzen uns erstmal drei Blöcke an sich hin. Dann geht es einmal schräg dahinter weg. Da setzen wir drei noch weitere Blöcke einfach mal hin. Dann kommt der einzelne und dann machen wir dieses Muster komplett nochmal gleich. Nur, dass wir jetzt hier das Ganze einmal hochstellen. Kommen wieder unsere drei Dreier hin. Der einer. Und dann wieder die drei Dreier. Und dann haben wir schon den ersten Kreis fertig hier. Ich werde mich natürlich auch immer kurz einmal hier rüber hinstellen, dass ihr euch das Muster immer übernehmen könnt. So, nächste Ebene. Wir gehen wieder auf den Dreier hier ganz vorne hin. Da setzen wir jetzt ganz entspannt einen Fünfer rauf, sodass auf jeder Seite eine übersteht. Dann kommen hier einfach zwei Blöcke hier einfach an der Seite rauf. Der eine in der Mitte hier und wieder der Zweier. Also die an der Ecke, die werden einfach übernommen, so wie wir das Muster vorhaben. Nur halt ganz vorne setzen wir den Fünfer rauf. Und ich brauche mich jetzt eigentlich hier drüber noch nicht hinzustellen, denn das werden wir jetzt insgesamt dreimal machen. Mit der ersten Reihe schon mitgezählt. Also 1, 2, 3. Und dieses Muster, wenn ihr jetzt auf drei Blöcke hoch habt, geht es dann weiter. Ich stelle mich hier kurz noch einmal hin. Tja, wenn wir das dann hochgezogen haben, geht es mit der nächsten Reihe weiter. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Das heißt, ich fliege hier wieder auf die Seite hin, setze mir jetzt einen Dreier hin. Und da schräg dahinter, ihr kennt es, das gleiche Spiel, kommt wieder unser Dreier hin, dann der Einer. Und dann machen wir das Spiel halt hier auf jeder Seite wieder gleich. Ne? Erstmal unsere drei Dreier, einer in der Mitte und dann wieder hier der Dreier. Ich stelle mich auch wieder hier einmal kurz darüber hin. Dann geht es wieder weiter mit der nächsten Reihe. Und zwar fliegen wir wieder einfach erstmal auf eine Seite hin. Ich lasse jetzt einfach einen Block an der Seite frei. Dann setze ich mir hier eine 7er Strebe hin. Geht komplett auf, ihr müsst eigentlich nur einen Block hier freilassen. Das können wir auch gerne erstmal auf jeder Seite machen, dass das erstmal sitzt. Denn bei den Seiten hier oder bei den Ecken geht es eigentlich ganz einfach auf. Und zwar müsst ihr hier einfach nur zwei einzelne hier hinsetzen, die halt sich dann hier, ja, oder sag ich mal, die dann einfach hier schweben. Die setzen wir einfach mal so an, zack, zack. So, einfach hier in der Ecke. So, auch wieder hier stelle ich mich kurz einmal darüber hin. Je nach gehen wir wieder einmal auf die Seite. Nun setzen wir einfach hier einen Fünfer rauf. Geht auch wieder komplett auf, wenn ihr an der Seite einfach einen freilasst. Ja, wieder gleiches Spiel. Erstmal überall den Fünfer hier einmal hinsetzen. Und hiernach wiederholen wir wieder das Spiel, dass wir an der Seite drei einzelne einfach mal so schweben lassen. Ich stelle mich auch hier wieder einmal kurz darüber hin, dass wir das Muster übernehmen können. Die nächste Ebene, die schwebt komplett einmal in der Mitte. So, wir gehen wieder an die Seite, setzen jetzt einfach so nach innen fünf Stück. Können wir auch wieder gerne auf jeder Seite erstmal machen, dass das erstmal sitzt. Und bei den Ecken hier bleiben wir wieder beim gleichen Spiel, dass wir hier auch wieder zwei einzelne hinsetzen, die natürlich auch wieder schweben. Also ganz einfach hier die nächste Ebene wieder drauf platzieren. Trotz alledem stelle ich mich nochmal zur Sicherheit einmal kurz darüber hin. So, nächste Ebene wieder. Das heißt, wir fliegen wieder auf die Seite hin. Wir wollen das wieder einmal nach innen setzen, sodass es schwebt. Wir machen jetzt hier die erste Fünferreihe hin, gleich dahinter die zweite Fünferreihe. Und das können wir wieder auf jeder Seite einmal machen. So, zwei Fünferreihen einfach so auf den Seiten nach hinten übersetzen, dass die schweben komplett. Sobald wir denn hier unsere Fünfer fertig haben, setzen wir einfach nur noch einen hier, sage ich mal, in der Ecke hin, die offen ist. Und nochmal einen hier in der Mitte hin. Ne, immer hier so in die Ecke, zack, 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 über den Block hin und draußen. Genau das gleiche Spiel. Ja, das ist es schon. Dann können wir uns natürlich wieder einmal hier drüber hinstellen.
Und der letzte Schritt, den wir jetzt hier nur noch machen müssen, ist diese Fläche, die wir jetzt hier noch haben, noch einmal zuzuziehen, aber jetzt nicht auf der gleichen Ebene, sondern das Ganze setzen wir einen Block nach oben. So, dann können wir das hier einmal zuziehen und dann ist unsere Kugel auch fertig. Und dann haben wir eine perfekte Minecraft-Kugel uns hier hingebaut. So, als nächstes wollen wir natürlich jetzt den Eingang uns einmal basteln. Die Kugel ist auf jeder Seite gleich, daher kannst du es dir jetzt noch aussuchen. Bei mir mache ich das einfach mal hier auf der Seite hin. Ich setze jetzt einfach hier auf der Seite, an den Seiten hier unten nochmal jeweils einen weiteren Block. Und dann schlage ich mir hier die Mitte einmal weg. Ich mache mir jetzt eine Tür hin von 3x3. So, auf der Innenseite kannst du gerne die Tür dir auch ein bisschen dicker bauen, wenn du möchtest. Ne? Füll einfach denn hier diese Fläche einfach aus. Falls du jetzt innen drin schon den Boden platzieren willst, empfehle ich dir ganz einfach die hellblaue Keramik. Passt ganz gut zu der Farbe und daher kannst du es dir damit gerne ausfüllen. Wir fliegen jetzt aber nochmal bei unserer Bombe oben drauf. Und zwar möchten wir natürlich diese Zündschnur einmal basteln. So, dafür nehme ich jetzt meine Steinstufen. Und zwar hier oben setze ich mir einfach in der Ecke hier einen Block hin. Und ich mache mir jetzt hier einfach ein 3x3 Feld. So, von dem aus, wo ich das jetzt, sage ich mal, hier platziert habe. Ich setze mir hier einfach das Ganze hier mit meinen Steinstufen so hin. Ah, können wir ruhig hier einmal die Fläche damit auswählen. Und dann machen wir hier oben drauf nochmal gleich so ein Pluszeichen damit hin. Und dann setze ich mir einfach zweimal nochmal meine Mauer dahin und fertig ist die Zündschnur. Die wollen wir ja später noch anzünden, aber erstmal so ist die Bombe damit fertig. Immer ich hiermit fertig, ne? Also ihr müsst natürlich jetzt, sage ich mal, innen drin natürlich euch das Ganze einrichten. Ihr könnt auch, sage ich mal, auch die Tür basteln. Ich nehme jetzt einfach meine Glasscheiben, setze mir die hier vorne einmal rein. Und man könnte das Ganze noch ein bisschen hervorheben, indem man einfach polierte Schiefer-Treppen nimmt und die darunter einfach platziert. Das sieht einfach mal ein bisschen schöner aus für so eine Schiebetür. Finde ich ganz passend. Also, die Bombe steht. Als nächstes wollen wir natürlich noch unser Schild bauen. Dafür nehmen wir jetzt als Halter unser abgezogenes Akazienholz. Und zwar möchte ich mir das gerne natürlich auf der linken Seite einmal platzieren. Da gucken wir jetzt einfach mal hier von der Seite von der Bombe mal hin. Und zwar, würde ich mal sagen, gleich hier vorne an der Ecke, gehen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und zwar ziehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Ab dem 7. setzen wir einen Block hin, also so, dass wir 6 Blöcke hier dazwischen Platz haben. Hier vorne bei dem ersten Dreier hier, zack. Und dann setzen wir das Ganze hoch auf insgesamt 11 Blöcke, könnt ihr nochmal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hier oben drauf möchte ich mir jetzt eine Plattform bauen. Dafür nehmen wir jetzt unsere Stufen. Und zwar nach vorne wie nach hinten gehen wir hier einfach mal 2 Stufen und zur Seite gehen wir ganz einfach 3 Stufen. Dadurch erhalten wir hier unsere Plattform. So, die müssen wir natürlich jetzt hier nur noch ausfüllen an den Seiten. Wenn wir die Plattform dann hier soweit gezogen haben, nehmen wir nun wieder unseren roten Beton und setzen hier drauf 1, 2, 3, 4 Blockreihen einfach mal hin. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Plattform ausfüllen, einfach nur die Seiten. Setzt ihr jetzt hier einfach diese Wände einmal hin. Wenn wir das dann soweit nach oben hier gezogen haben, können wir ganz oben drauf nochmal eine weitere Stufenreihe uns hier einmal platzieren. Die ziehen wir hier einfach mal komplett einmal zu. Und dann sind wir mit den Blöcken, die wir jetzt hier haben, komplett fertig. Die können wir wegtun, die brauchen wir nicht noch ein zweites Mal. Wir wollen uns jetzt natürlich ranmachen, unser Schild weiterzubauen. Dafür holen wir uns jetzt ein bisschen weißen Beton raus, Karmesinknöpfe, weiße Keramik, Eichenholzblöcke, roter trockener Beton, finde ich ganz passend. Man kann auch roten Beton nehmen, wenn ihr wollt, aber ich finde das ganz passend. Dann holen wir uns auch gelbes Glas raus, rotes Glas und davon nochmal die Glasscheibe. Wir wollen jetzt mal unseren Schild, diese große Hand einmal zeichnen, die, sag ich mal, die Bombe anzündet. Wir beginnen erstmal mit dem Ärmel, dann nehmen wir unseren weißen Beton. Und dann setze ich hier eine Breite von 3 und eine Höhe von 4 hier einfach mal meine Blöcke hin. Ich würde mal sagen, das können wir ruhig auf eine 2er Dicke hier machen. So, dass es nach vorne steht. Dann machen wir an den Ärmel noch ein paar Knöpfe ran. Einfach dafür die Karmesinknöpfe nehmen, hier unten an der Ecke einmal platzieren. Dann kommen wir schon zur Hand. Ich würde mal sagen, jetzt hier einfach in der Mitte setzen wir einfach mal viermal, oh, ich habe viermal gesagt, so viermal unsere Keramik einmal vorne ran. Dann können wir hier ganz vorne nochmal, zack, so ein Viereck einmal hinsetzen. Auf der anderen Seite machen wir es immer synchron einmal mit. Jetzt ist es in Minecraft immer sehr kompliziert, sich Hände darzustellen, meiner Meinung nach. Wir wollen das hier natürlich ein bisschen vereinfachen. So, wir gucken jetzt von hier oben drauf. Ich würde mal sagen, hier mache ich jetzt mal einfach mal so, dass ich hier oben einfach mal, zack, 3 Blöcke nach vorne gehe. Dann an der Seite gehe ich nochmal so 3 Blöcke nach vorne. Andere Seite auch nochmal. 1, 2, 3. Und dann setze ich hier schräg da vorne auch wieder einfach 3 Blöcke hin. Also hier immer so diese 3er Blöcke. Und dann würde ich sagen, bei denen hier setze ich nochmal, zack, einen Block auf der unteren Ebene hier dazwischen einmal hin. So, dann ist die Hand oben schon mal fertig. Kommen wir natürlich noch zum unteren Teil. Und das wollen wir gar nicht mal so kompliziert machen. Also jetzt hier unter unseren dicken Klotz setze ich jetzt hier 2 hin. Aber ich würde mal sagen, das Ganze machen wir auf 5 Blöcke lang. Oh, 5 Stück.
Dann setze ich hier vorne einfach mal zwei Blöcke hin und einen nochmal nach oben. So, andere Seite auch nochmal. Einfach jetzt hier von vorne einen freilassen, zwei hin und einen nach oben hin. Das wäre schon mal unsere Hand. Jetzt wollen wir der Hand natürlich noch ein Streichholz geben. Da setzen wir jetzt einfach mal unser Holzhammer rein. Ziehen jetzt mal bis vorne hin zur Lunte. Da nehmen wir jetzt einmal unseren roten Trockner mit Tong. Darauf einmal gelbes Glas, rotes Glas. Und dann könnt ihr hier an der Seite nochmal einfach die Glasscheiben platzieren. Auch nochmal hier an den trockenen Beton auch nochmal ansetzen. Und dann haben wir die Flamme fertig. Ja, so einfach geht das, eine Minecraft-Hand, sag ich mal, im Spiel zu bauen. Bei unserem Gebäude bleibt natürlich eine Sache wieder offen, und zwar die Schrift. Die müssen wir natürlich noch aufbauen. Wenn du jetzt natürlich wieder nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir ein ganz tolles Video. Das ist ganz einfach erklärt von A bis Z jeder Buchstabe. Jetzt haben wir nur ein Problem hier. Und zwar gibt es hier einen Umlaut mit bei, und zwar ein Ö. Das werde ich dir jetzt nochmal in diesem Video zeigen, wie du dir so ein Ö einfach bastelst. Dafür brauchen wir halt zwei Banners. Aber das ist gar nicht mal allzu schwer. Zeige ich dir jetzt einfach mal. So, wir kommen noch kurz einmal zum Material. Wir holen uns einmal rote Banner raus. Insgesamt zwei Stück brauchen wir. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen gelbe Farbe raus und rote Farbe. Das passt natürlich zum Schild. Aber ihr könnt auch natürlich das Ganze in einer anderen Farbe bauen, wenn ihr wollt. Aber dann müsstet ihr auch das Schild in der Farbe ändern. So, dann gehen wir einmal an den Webstuhl an. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Striche vom Ö. So, einfach erstmal Banner rein. Dann nehmen wir die Farbe natürlich von unseren Strichen. So, wir setzen jetzt einfach mal hier die Hälfte einfach unter Gelb. Dann wechseln wir mal die Farbe wieder zu Rot. So, ich mache mir einfach mal hier schon ein schönes Pluszeichen einmal rein. Dann könnten wir mal gucken. Ja, machen wir einfach nur noch den Rahmen hin, und dann haben wir eigentlich unsere Striche vom Ö schon fertig. So, die können wir einfach mal hier drüber einfach mal platzieren. Ja, dann haben wir hier unsere Ö-Striche. Und als nächstes wollen wir natürlich nur noch das Ö machen. Also dieses O. Ja, dann nehmen wir wieder rotes Banner. Dann wieder unsere gelbe Farbe. So, da machen wir jetzt erstmal unten einen Balken hin. Ja, wir müssen ja mal gucken, wo wir den Balken haben. Hier einmal der Balken. Dann nehmen wir einmal die rote Farbe. Nehmen hier einmal die Raute rein, dass wir da diese Kuhle bekommen. Hiernach könnt ihr dann wieder einmal wechseln zu Gelb. Macht jetzt einfach mal zwei Balken hier an den Seiten hin. Einen auf der Seite, einen auf der anderen Seite. Dann können wir gleich darüber einfach mal hier so einen Balken hinsetzen. Dann nehmen wir gleich wieder einmal das Rot und wollen dann hier oben einmal die Hälfte damit zumachen. Ja, dass dann alles überdeckt ist mit Rot. Und dann haben wir unser Ö auch fertig. Muss mal gucken. Da. Unser Evil Stir, der steht natürlich jetzt hier. Jetzt fehlt nur noch eins. Natürlich, innen drin müsst ihr euch das Ganze noch ein bisschen gestalten. Bei SpongeBob haben sie leider nie gezeigt, wie es innen drin aussieht. Ich habe versucht, hier so ein paar Regale mit reinzubauen. Vielleicht so ein bisschen Deko kann man sich ja auch platzieren. Vielleicht ein paar Superwaffen oder sowas. Naja, da kann man sich ja ein bisschen austoben. Sonst findest du wie immer noch oben in der Infobox noch weitere tolle Videos, wenn du natürlich noch ein bisschen weiterbauen möchtest. Oder abonnier den Kanal, dann bist du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft kein Video mehr. Tja, dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut's rein und ciao.